Oh, ich habe ich völlig vergessen. Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, meine Haare sind immer noch ein bisschen nass vom Regen. Ich bin gerade hier zu meiner Schrauberwerkstatt gelaufen. Aber ihr seht schon am Titel, 2023 ist eine Katastrophe gewesen, so mehr oder weniger. Ich erkläre euch gleich, warum kamen keine Videos und es ist einfach nur so ein kleines Infovideo. Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Denn es hat sich einiges geändert und es wird sich einiges ändern in nächster Zeit. Ich gebe euch schon mal ein ganz kleines Update für die, die Bescheid wissen. Mein Moped ist wieder gekommen. Ja, ihr seht schon. Garage ist voll mit Kartons, mit Karren und ich setze mich einfach mal hier auf diesen Stapel Reifen vom Go-Kart. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Es kamen jetzt 2 Monate, glaube ich, keine Videos mehr. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie lange wirklich. Also es sind jetzt genau 62 Tage, wo keine Videos mehr kamen, wo ich dieses Video jetzt aufnehme. Ihr seht das wahrscheinlich ein paar Tage später. Aber Leute, ich will ein bisschen was dazu sagen, ein bisschen aufklären, warum keine Videos kommen. Ich hatte einfach viel zu tun, es war viel Stress. Es hat auch viel mit meinem Motorrad einfach zu tun. Erzähle ich gleich auch was zu. Ich will das Video auch gar nicht so lang halten, denn die Videos, auf die ich wieder viel Qualität setze und die qualitativ sehr hochwertig werden sollen, da werde ich viel Arbeit und Zeit investieren. Denn es werden einige davon kommen, denn für nächstes Jahr ist auch vieles geplant. Aber wir fangen einfach mal von vorne an. Das Jahr hat ja so ein bisschen damit begonnen, dass ich mir ein neues Motorrad geholt habe und im Sommer. Lass jetzt mal irgendwie das ganze Frühjahr einfach, das lasse ich einfach mal weg, weil da war eigentlich noch alles gut. Habe ich die WR verkauft, habe mir eine neue Karre geholt und dachte so, oh ja, endlich kaufst du dir mal ein neues Bike. Wer das nicht gesehen hat, das Video, gerne mal reinziehen. Bin mit dem Bike auch direkt zur GSW gefahren. Das ist halt, wie gesagt, diese Fantik geworden. Dann habe ich das Bike irgendwie einen Monat gehabt und seitdem stand es in der Werkstatt. Das ist so ein Grund, warum keine Videos kamen. Ich hatte halt kein Bike, ich konnte keine Videos aufnehmen. Immer irgendwo eine Karre leihen, war super der Krampf und dann ist halt auch meine Motivation einfach flöten gegangen. Ja, dann gab es halt kontinuierlich Stress wegen hin und her und was weiß ich nicht allem mit dem Händler. Der Händler hat da gar keine Schuld so richtig. Das Bike hat einfach einen Fehler gehabt in der Elektrik. Wen es genau interessiert, schreibt gerne einen Kommentar, dann erkläre ich euch das ein bisschen genauer, soweit ich es verstehe. Und ja, habe dann dementsprechend irgendwie so jetzt 3 oder 4 Monate auf mein Motorrad gewartet. Jetzt vor Weihnachten kam es wieder und im ersten Moment ist mir auch so ein bisschen die Lust daran vergangen, weil man kauft sich ein neues Fahrzeug, es war teuer genug, es hat 8000 Euro gekostet, plus Umbau, plus alles, freut sich, es fährt ja auch geil und dann funktioniert es nicht. Und das ist halt schon sehr ernüchternd, das ist so der eine Grund, warum sehr wenig Videos kamen, weil ich da viel Stress mit hatte und mich das einfach so ein bisschen runtergezogen hat. Dann gab es noch andere Faktoren, wie ich habe nebenbei natürlich auch noch gearbeitet, habe meine Ausbildung abgeschlossen, wer das nicht weiß, ich habe eine Ausbildung im Bereich Sanitärheizung gemacht und habe die abgeschlossen, hatte Prüfungen, hatte so viel Sachen um die Ohren einfach privat, dass ich zu diesem Hobby YouTube überhaupt gar nicht mehr gekommen bin und das hat sich dann auch dementsprechend in den Upload-Raten irgendwie so ein bisschen wiedergespiegelt und genau, das will ich aber ändern und ich habe super Bock Videos einfach, ja, ich habe einfach Bock Videos zu machen, denn es macht mir, oh, fast umgekippt. Es wird sich auch nächstes Jahr einiges verändern, denn der eine oder andere hat gerade aufmerksam zugehört, ich habe gesagt, ich habe noch gearbeitet, ich arbeite auch nicht mehr. Ich bin quasi in meinem Betrieb geblieben, in dem ich gelernt habe, habe für ein halbes Jahr jetzt weitergearbeitet und der eine oder andere Fuchs weiß ja, ich habe mir einen Van gekauft und was macht man mit einem Van? Richtig, ausbauen und reisen und genau das ist der Plan für nächstes Jahr. Ich werde nächstes Jahr mit meinem Van, planmäßig zumindest, durch Europa cruisen mit dem Bike und ja, das beinhaltet aber natürlich auch, dass die Art der Videos sich ein bisschen verändern wird. Ihr werdet das im Laufe der Zeit auf jeden Fall sehen. Es wird, glaube ich, ein bisschen mehr so in diese Vlogging-Richtung gehen. Da habe ich nämlich auch tatsächlich viel Lust drauf. Und einfach auch so ein bisschen, wie so ein bisschen daily, was mache ich? Einfach mal so ein paar Projekte. Ihr seht hier, hier steht eine Simson-Schwalbe. Da werde ich im Frühjahr wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen rangehen. Also es wird auf jeden Fall auch in dieser Richtung Motorräder bleiben. Es wird nur ein bisschen breitmaschiger, sage ich es mal so. Ihr seht, hier stehen noch ein paar Karren. Da hinten steht das Go-Kart. Da steht noch Mussis Roller. Den hatte ich mit auf dem GSW Season End. Da habe ich auch ein Video aufgenommen, wenn ihr das vielleicht nochmal so als Zusammenschnitt sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, und genau solche Projekte, an denen will ich arbeiten und dann kommt halt im Januar, Februar irgendwann diese Vanreise, auf die ich dann gehe mit einem Kollegen. Werde ich auch nochmal Videos zu machen, es werden auch Update-Videos zum Van kommen, es wird auch nochmal was zum Ausbau kommen, ich habe den Van gefilzt und so weiter und so fort. Ich bin einfach ein bisschen froh, da steht übrigens noch Fabio im Hintergrund. Ich bin einfach ein bisschen froh, dass meine Karre wieder da ist. Ja, ich habe sie schon doch auch sehr vermisst, weil Motorradfahren ist einfach so ein Riesending für mich. Es hat mich auch deprimiert, dass ich einfach den ganzen Sommer kein Motorrad fahren konnte. Ja, aber jetzt ist das Motorrad wieder da. Das Motorrad kommt auch mit auf Reisen. Ich werde auch, bevor ich losfahre, nochmal das ganze Setup so zu diesem Bus, ein paar Reisepläne. Ich bin ja immer so ein bisschen spontan.
ich habe tatsächlich nicht so viel geplant, wo ich als erstes hinfahre, was ich als erstes mache und so weiter. Deswegen lasst euch einfach überraschen. Und wie gesagt, ich möchte dieses Video auch überhaupt nicht lang halten. Ich glaube, ich werde das auch so ein bisschen One-Take-mäßig hochladen. Denn ihr solltet nur ein kleines Update bekommen, was so los ist, warum keine Videos kamen. Weil mich tatsächlich auch ein paar Leute auf Instagram dann gefragt haben, jo, wann kommt mal wieder ein Video und so weiter und so fort. Ich will gerne weiter Videos produzieren, auf jeden Fall. Also nicht denken, dass das jetzt aufhört. Und nächstes Jahr wird einfach super krank. Also wirklich, nächstes Jahr wird heftig. Und ich bin auch sehr gespannt und ich habe auch sehr viel Bock. Also Leute, damit würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Abonniert das Video und liked den Kanal, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.